Heyo Leute und willkommen zur nächsten Folge Guild Wars. So, wir haben uns ja jetzt schon sehr damit auseinandergesetzt. Also wir haben jetzt die erste Episode abgeschlossen. Natu. Anzeigen. Machen wir es anders. Ja, wir haben die erste Episode abgeschlossen. Und ich starte jetzt einfach mal. Du, der und der Flamin. Ja, toll. Nach Ratanovus reisen. Warum soll ich das so machen? Da kann ich ja direkt hinporten. Wohl, nö. Nö, nö. So, jetzt habe ich es natürlich nicht geschafft. Wollte eigentlich schon ab Dienstag neuen Content halt hochladen. Aber da am Dienstag auch noch das neue Update kam, ja, habe ich es jetzt nicht geschafft. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte die ersten 6 Folgen, die ich bis jetzt hatte, schon Ich habe gerendert. jahrelang im Nebelkrieg gekämpft. Ich Muss aber weiß, wie ganz er ehrlich dazu ist. Ihr sagen, wisst gar nichts. ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Denn, nennen wir es mal so, ich habe versehentlich beim Rendern einfach vergessen, oder ich weiß nicht wie, aber ich habe es einfach auch hingekriegt, beim Rendern den Ton einfach so leise zu machen, dass ich nicht gehört habe. Ich habe es zum Glück noch mitgekriegt, bevor ich die Ressourcendaten gelöscht habe, weil ich mache es meistens so, kurz anhören oder gucken, ob irgendwelche Frame-Sachen drin sind, die man halt nicht wegkriegt. Also irgendwelche fehlenden Frames oder halt Hochcloud oder sowas. Und hätte ich das diesmal nicht gemacht, dann ja, wäre es wieder ziemlich scheiße ausgegangen. Frage mich, ob der Kommandeur diesmal wieder diesen respektlosen Silvari dabei hat. Ist Pech. Geht das gut? Genötigt, sich mit Pack abzugeben. Finale Phase abgeschlossen. Code akzeptiert. Schrankenrelais 04687 aktiviert. Yes. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht ein paar, naja, ein paar Sachen mache, die interessant sind, zum Beispiel irgendwelche Experimente Tiny, oder Erfolge. bitte sagt mir, dass das Ganze eine Art Rechenfehler ist. Ist Primordos wirklich aktiv? Ein Fehler? Ihr glaubt wirklich, ich hätte mich verrechnet? Hey, ich freue mich auch, euch zu sehen. Tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so bald wieder mit einem Drachen zu tun Guck, haben mein würden. Süßes Auge. Was das betrifft, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die schlechte Nachricht? Großartige Idee. Zuerst die gute Nachricht. Ha! Zieht euch das mal optisch rein, auch hinter die Augenbinde. Andere Platten auf dem Boden. Beeindruckend. Nein, das ist ein weiteres Geheimnis von Ratanovus, hinter das ich gekommen bin. Wenn ihr euch da draufstellt, werdet ihr in diesen verrückten Simulationsraum teleportiert, den die Norvaner entwickelt, aber nie fertiggestellt haben. Okay. Und ihr habt ihn fertiggestellt? Nun ja... Nein, ich kam, naja, nicht drauf. Wie? Wie bitte? Ihr nehmt uns als Versuchsobjekt, ja. Rein zufällig lag es außerhalb meines gigantischen, ungeheuer profunden Wissens. Egal, jetzt funktioniert er. Ich habe Moto zu Hilfe gerufen, einen Asura, der über einige Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt. Er hat ihn für mich zum Laufen gebracht. Was macht das Ding? Er kann zahlreiche experimentelle Theorien verarbeiten, aber entwickelt haben ihn die Ratanovana, um sich selbst gegen verschiedene Drachendiener von Primordos zu testen. Wollt ihr es mal ausprobieren? Klar, wäre nützlich zu erfahren, womit wir es zu tun bekommen. Mit Zerstörern. Und ich kann dabei gleich ein paar Berechnungen anstellen und sehen, was der Raum so alles kann. Danke. Wenigstens kämpfe ich nicht alleine. Ich bin mir zu 100% sicher, also dass das einfach alles Zerstörer sein müssen. Die Aktivierung läuft. Wartet. Bitte sehr. Da kommt Welle 1, Leute. Bereit, Ridlock? Ein künstlicher Kampf. Kann ja wohl nicht schwer sein, oder? Süß. Jetzt ist sie so riesig. Ich vermerke alle Muster oder besonderen Angriffe, die ich sehe, während ihr bei der Arbeit seid. Die werden uns nur helfen, wenn wir vor dem echten Feind stehen. Was hat die für eine Ausrüstung an? Ja, es war klar, dass es Zerstörer sind. Ursprünglich war es von diesem obersten Zerstörer halt.
Oh, warum hat das Schaden gemacht? Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht zwischen den Let's Plays, also wenn ich jetzt hiermit fertig bin, einfach dann Guild Wars 1 installiere und dann halt mit euch ein paar Missionen einfach mal zeige. Gut, das vorher vielleicht nochmal lernen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil das ist halt weder WASD-Steuerung noch sonst irgendwas in der Nähe. Ah, sie haben das Muster, sie haben die Zerstörer verändert. Im Normalfall explodieren die Zerstörer nicht und hinterlassen diese komischen brennenden Sachen. So, erstmal heilen kurz. Ihr habt hier Erstaunliches geleistet, Taimi. Schlaft ihr eigentlich nie? Keine nee. Zeit dafür, Kommandeur. Gegen Mordremos anzutreten war eine Sache. Klar, man will ja die Welt retten und so. Aber sich als Asura gegen Primordus zu stellen... Nun, ich hoffe, ihr wisst, dass wir alle hinter euch stehen. Ich dachte, wir hätten mit Caudecus und Lazarus genug zu tun. Aber warum nicht einen kleinen Abstecher in die Zittergipfel, um einen Drachen zu erledigen? Kriegen wir schon noch unter. Tja, es gibt da schon noch was, von dem ich euch noch nichts erzählt habe. Nach dem, was ich dokumentiert habe, ist Primordus erwacht. Das wisst ihr ja. Aber es gibt noch mehr. Ja. Er hat sich bewegt, sich einen Tunnel zu den Feuerinseln gegraben, südlich von Maguma. Wenn wir jetzt wissen, wo er ist, warum klopfen wir da nicht einfach an seine Tür und verpassen ihm eine warme Begrüßung? Warum hat er sich bewegt? Ich vermute mal, Mordremos Tod und die dabei freigesetzte Magie hat Primordus aufgeweckt. Und dann, weil sich im Süden eine Menge Energie gesammelt hat, gab es einen reicher gedeckten Tisch? Also hat er sich aufgemacht, um mächtiger zu werden. Großartig. Er hat sich nicht nur deshalb aufgemacht. Anscheinend muss ich euch eine Lektion erteilen. Wie gesagt, der erste Endboss war im Endeffekt der Lich oder Lichkönig, weiß ich jetzt nicht genau. Und der hat halt in ganz normal Prophecies hier Guild Wars halt dafür gesorgt, dass ist am besten aus. Er war halt der Endboss auf den Feuerinseln. Rückkopplungsschleife gestartet. Wenn er das wieder wird, wird es interessant. Oder zumindest, wenn das deshalb noch was zu tun hat, hätte auf jeden Fall was. Ärgerlich! So, kommt schon, explodier! Au, 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 heiß. Einmal heilen. Rückkopplungsschleife gestartet! Ah, genau, brutzelt halt noch mehr hier die Gegend ab. Autsch, autsch, autsch. Na toll. Naja, ist kein Problem. Oh! Ein Kontrollpunkt ist erstmal instant, solches Zeug. Macht für mich jetzt nicht viel besser, aber ah, das schaffen wir schon. Ich fühle mich riesig. Also, solange noch Zeit ist, muss ich euch noch was anderes mitteilen. Nur eine Kleinigkeit. Die schlechte Nachricht. Fahrt fort. Seid ihr bereit? Ich glaube nicht, dass ihr das seid. Vielleicht solltet ihr euch setzen. Nein, steht, bleibt stehen. Also, hier kommt's. Jormark ist auch aktiv. What the fuck? Woher wollt ihr das wissen? Ich dachte, das meiste von diesem Technikram sei auf Primordus eingestellt. Bram hat einen Brief aus den Zittergipfeln geschrieben. Was stand denn drin? Jormark ist aktiv. Bram. Er ist ein Norn weniger Worte. Drei Drachen auf einmal. Ja, aber die Sache hat auch ihr Gutes, oder? Keiner von beiden hat sich aufgeführt wie Mordremos. Naja, bisher zumindest nicht. Da draußen gibt es so viel überschüssige Energie, dass alle alten Regeln neu geschrieben werden. Die nächste Welle ist bereit. Dank, das erwartet man nicht. Das kommt mir komisch vor. Ich werde jetzt einfach mal behaupten, dass Primordus keine Affen als Drachendiener hat. Es sei denn, sie haben sich irgendwie verändert. Und zwar völlig. Oh, dieser Moto. 2 Minuten habe ich ihn mit dem Code des Raums allein gelassen. Ihr wisst es nur noch nicht. Au! Ah, also für die, die es nicht wissen, das ist eine Anlehnung auf die Super Adventure Box. Ich finde das gerade richtig lustig.
Ich weiß nicht, ob ich es voll verkackt habe, aber trotzdem ist es einfach nur viel zu schön. Zerstörer von Bananen. Nicht viel Zeit. Machen wir uns gegen die Simulation, Timmy? Grauenvoll. Die höchste Punktzahl habt ihr noch nicht geschlagen. Die hat nach wie vor Cammy, eine der Stoßtrupp-Anführerinnen auf den Feuerinseln. Sie ist allerdings wirklich knallhart, daher... Was? Noch eine Asura? Ich dachte, ihr haltet das alles geheim. Ich musste Cammy einweihen. A, sie ist klasse, keine Sorge. Und B, jemand musste uns Deckung geben, während Moto und ich dieses Ding zum Laufen gebracht haben. Ihr habt bereits Leute auf den Feuerinseln? Ich habe ein paar, sagen wir mal, vertrauenswürdige Gefährten dort, die ein Portal einrichten und kundschaften. Aber eigentlich hat Flank die ganze Operation organisiert. Die Bewegungen von Primordus hatte ich absichtlich nicht weiter verfolgt. Das ist gut, denn so habe ich eine Weile Ruhe vor seinem Gerede. Und außerdem kann er sich wichtig fühlen. Ihr seid gerade mal 16 Jahre alt und versucht, einen eurer Vorgesetzten zu manipulieren. Bewundernswert und ein bisschen beunruhigend, Timmy. Ich werde bald über euch alle herrschen! Verzeihung, hat der Kommunikator das übertragen? Das wird üble Folgen haben. Nein, das hat er nicht übertragen. Oh, Paul. Ich bin ärgerlich. Ich bin ärgerlich. Ja, das können wir mal so sehen. Ich steuere wieder auf die Niederlage zu. Ich habe mit vielem gerechnet, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ah, die Böden lösen sich unsere auch mit der Zeit Kräfte auf. Verbinden sich. Ich bin nahezu unbesiegbar. Jetzt kommen wieder diese kleinen Knechte. Oh. Ich dachte, ich stehe da außerhalb von dem Bereich. Warum kriege ich da noch Schaden? Okay. Wieder was gelernt. Meine Fähigkeiten schützen mich also nicht vor Bodeneffekten. Ich bin nahezu unbesiegbar. Putz. Das war die letzte Welle. Gut gemacht. Ihr habt massenhaft Daten generiert, die ich durchgehen kann. Was ist das eigentlich? Dieser Raum könnte vermutlich jede Simulation abspielen, die ich mir vorstellen kann. Sobald ich Moto wieder hier reinkriege, um die Fehler zu beheben. Na los geht's. Ja. Also ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht meckern, es macht irgendwie Spaß. Mit Ausnahme einiger Affenanomalien war der Raum sehr eindrucksvoll. Nächstes Mal solltet ihr ein paar Diener Jormax programmieren. Wisst ihr vielleicht, was mit den anderen Altdrachen los ist? Keine Ahnung, was Kralkatorik betrifft. Dasselbe gilt für... Ach, wie ist der gleich? Hirnaussetzer, fängt mit S an oder so. Wie wär's mit einer Schwäche? Diese ganze Maschinerie muss doch zu irgendwas gut sein. Warum kanalisiert ihr euch nicht ein bisschen Geduld aus den Nebeln, Tribun? Eine ganze Generation von brillanten Asura hat's nicht herausgefunden. Aber klar, ich schon. In 5 Minuten. Vielleicht hättet ihr eure Forschung so offen halten sollen wie euer Mundwerk. Dann hättet ihr das Rätsel längst gelöst. Nö, nö. Wollt ihr mir jetzt was zum Thema Offenheit erklären? Erzählt mir nochmal, was ist gleich in den Nebeln mit euch passiert? Ja, genau. Schweigt euch nur aus. Schon gut, schon gut. Wir gehören alle zum gleichen Trupp. Aber habt ihr denn irgendeinen Fortschritt gemacht? Nur ein paar Riesensprünge. Zunächst mal, erinnert ihr euch an das Chuck-Organ? Ja. Diesen entsetzlich widerwärtigen Körperteil eines noch viel widerwärtigeren Rieseninsekts, den ihr in dieser scheußlichen Flüssigkeit einer vermoderten Kapsel aufbewahrt. Ja, daran erinnere ich mich, obwohl ich verzweifelt versuche, ihn zu vergessen. Ich habe es Spencer getauft. Und es ist irgendwie noch beunruhigender geworden. Hör nicht hin, Spence. Sei es drum. Ich habe entdeckt, warum Ley-Energie anders ist, wenn sie durch ihn fließt. Und das sprengt alle bisherigen Paradigmen. Chuck ernähren sich doch von Ley-Energie, richtig? Und wir wissen, dass jeder Drache eine Domäne hat, was seine Magie betrifft. Saitans war offensichtlich der Tod. Also wisst ihr, was Chuck auf jeden Fall schlimmes Bauchweh bereitet? Todesmagie. Spencer filtert Tod aus Ley-Energie heraus. Magie ist also fast wie Licht, aufgefächert in ein Spektrum.
genau so kann man das sehen. Perfekt. Magie, wie wir sie kennen, ist wie weißes Licht. Sie besteht aus all den unterschiedlichen Arten von Drachenmagie. Mit dieser Entdeckung lande ich in asurischen Geschichtsbüchern. Ich bekakele ja gern alles bis in sämtliche Einzelheiten, aber wie soll uns das weiterhelfen? Das weiß ich noch nicht. Werde ich aber. Ab jetzt schlafe ich überhaupt nie mehr. Nun, ich bin sicher, ihr könnt es kaum erwarten, eure Techniken am echten Feind auf den Feuerinseln auszuprobieren. Gehen wir also zurück ins Hauptlabor. Vielleicht sollten wir einfach dann, wenn das ein Konvertierer ist, also sozusagen ein Filter, gibt's garantiert einen Filter, der einfach die Feuermagie rausfiltert. Viel zu einfach. Hurra! Ridlock Brimstone. Tribun, wenn ich bitten darf, Soldaten. Ist es nicht mehr? Nein. Ihr habt zahlreiche Anfragen der Schwarzen Zitadelle ignoriert, eure Zeit in den Nebeln und diese neue Magie zu erklären. Daher wird euch euer Rang aberkannt und ihr werdet hier mit der Pflichtverletzung im Dienst angeklagt. Aha. Ihr habt mit uns zu kommen. Ridlock. Und wenn nicht? Wir sind autorisiert, Gewalt anzuwenden. Ihr könnt's ja mal probieren. Aber wir möchten ungern eine Szene machen. Das kann ich mir vorstellen, Welpe. Wenn ihr diesen Auftrag bekommen habt, müsst ihr entweder die besten Krieger der Eisenlegion sein oder aber die größten Pechvögel. Also? Pechvogel. Klassenbester. Aber es fühlt sich allmählich an wie sowohl als auch. Ridlock! Schon gut, Kommandeur. Ich regel das. Wie es scheint, habe ich die Zitadelle unterschätzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Medaille, die ich euch heute einbringe, Soldat. Auf eurem Rückweg wird Ridlock Brimstone hinter euch herdackeln. Kampflos! Das hängt ganz davon ab, wie ihr mich auf der Reise unterzubringen gedenkt. Ihr könnt meinen Sitzplatz haben. Ach kommt, Vikon. Wollt ihr ihn jetzt auch noch verhätscheln? Tut mir leid, dass ich den ganzen Spaß verpassen werde, Kommandeur. Ich komme nach, sobald ich kann. Tja, sieht aus, als müsste ich allein auf die Feuerinseln. Schade. Ich würde ja mitgehen, aber ich hatte bisher kaum Zeit, an Schraddel 2.0 zu arbeiten. Obendrein muss ich anfangen, das Ding zu programmieren, von dem ich euch erzählt habe, wegen dem Dings mit den neuen Dingsbums-Erkenntnissen. Ah, ja? Hilfe! So helft mir doch! Windle, was ist passiert? Die Feuerinseln, unsere Gruppe, alle dahin. Wir hätten die Hauptaußenposten nie verlassen dürfen. Cammy hat sie zurückgehalten, solange sie konnte, aber... Nein! Ist hinüber. Hat sie überlebt? Nein. Sie sind anders geworden, Timmy. Die Zerstörer dort. Oh. Anders geworden? Wie? Wie Auferstandene und Mordrem. Unaufhaltbar. Auferstandene und Mordrem? Was meint ihr damit? Sie sind nicht mehr, wie sie waren. Andere Angriffe, sie fühlen sich anders an. Keine Ahnung. Schon gut, schon gut. Nehmt ihn mit und kümmert euch um ihn. Was hat das alles zu bedeuten? Was meint ihr? Keine Ahnung. Er könnte... Aber ja, es ist wie das, was ihr über den Affen gesagt habt. Sie haben sich verändert. Das ist... Deswegen konnte Mordrem aus... Die Mordrem-Kommandeur... Was ist mit ihnen? Diejenigen, die aus den vermoderten Kapseln kamen. Mordremus hatte ja schon Diener, die Silvari, richtig? Aber er war in der Lage, weitere zu erschaffen. Neue, aus Toten. Diese Kraft kam von Saitan. Saitans Tod hat die anderen Drachen in die Lage versetzt, das Spektrum des Todes zu absorbieren. Aber gesehen haben wir es nur bei Mordremus, weil er aktiv war. Dann haben wir Mordremus getötet. Und jetzt hat Primordus etwas von dem Tod und der Pflanzenhaftigkeit absorbiert. Glaube ich. Oh, hoffentlich nicht. Können wir diese Theorie überprüfen? Ich gehe und besorge euch eine Probe dieser neuen Zerstörer. Das wäre große Klasse, Kommandeur. Seht euch vor und lasst mich wissen, was ihr findet. Ich stecke in eurer Tasche. Das ist irgendwie beunruhigend, wenn er so ein kleines Mädchen zu dem Typ sagt. Ah, aber lustig. Ich stecke in deiner Tasche. Ja, schönen Dank. Ja,
Glutbucht. Also die letzte Karte habe ich komplett erkundet und war sehr beeindruckt darüber. Also es ist zumindest nicht mehr so scheiße verbuggt wie die Dschungelsachen, weil die Dschungelkarten sind, muss mal gelinde ausdrücken, die sind einfach nur scheiße programmiert, weil es sind zu viele Details drin. Es ist einfach, es ist ein Dschungel, ist okay, aber es macht halt viel zu viel Lex. Ich wusste, ich schaffe das. Ich sag mal, man soll auch davon ausgehen, dass es ein paar Leute hier gibt, die nicht so einen Ultra-PC haben. Ich meine, ich habe da jetzt keine Probleme, aber selbst ich habe ein Guild Wars Probleme, auf meine 60 FPS zu kommen fürs Aufnehmen. Im Dschungel komme ich da gar nicht drauf. So, alles kompaktieren. Oh, was verkaufst du hier? Hallo. Aber interessant ist, wenn jetzt zwei Drachen aktiv sind, bringen sie ja irgendwie dann schon die Story ein bisschen stärker voran, weil bis jetzt war es so, man hat pro Addon, also pro Spielabschnitt, einen Drachen getötet. Wenn es jetzt aber so ist, dass man während, weiß ich jetzt nicht, ich übertreibe mal, in der lebendigen Geschichte halt Drachen 1 tötet und im nächsten Addon dann Drachen 2, bedeutet das ja im Endeffekt, dass er dann, ich weiß nicht, danach kommt bloß noch Krakatorik. Und dann gibt's bloß noch Steve oder Bubbles oder wie auch immer ihr den kleinen Typ mit S nennen wollt. Den Wasserdrachen sozusagen. Und mehr fallen mir da nicht ein. Das Einzige, was es dann am Ende noch geben könnte, falls es so wäre, wäre ja dieses Glintzei. Das könnte dann vielleicht die nächste Generation von Ultradrachen werden, die sagt, wir beherrschen die Erde. Wie auch immer. Gut, ich wollte einfach hier mal Schluss machen und sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was uns hier erwartet. In der nächsten Folge werde ich einfach mal mit euch ein bisschen die Karte erkunden. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen zu bewerten. Bis dann. Ciao, ciao.